Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit S zu dem Castro Zielsumme. 2 Minuten 3 geht der Song, aber wenn man dem guten S Castro Glauben schenken mag, dann werden es sehr stark krass komprimierte 2 Minuten 3, wo uns ein heller Flow-Gewitter erwarten wird. Zumindest hat er das so gesagt auf Insta. Bin ich mal gespannt, was dann da im Endeffekt auf uns zukommt. Video in 4K, wunderschön. Ich habe auch gesehen, das hat so eine Schwarz-Weiß-Optik. Also sehr nice. Und dann würde ich sagen, ohne großes Gefasel, steppen wir mal rein. Yeah. Als Castro. 2023. Erster Song. Hört zu, ihr kleinen Chiers. Also erstmal zum Beat. Ich mag das Piano-Sample. Das ist ein bisschen anders, als ich das eigentlich von Trap-Songs gewohnt bin. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es ein Trap-Beat ist. Gerade weil es so eintönig ist. Das ist dann doch eher so eine Trap-Eigenschaft. Aber es ist interessant, wie das spielt mit den verschiedenen Akkorden und so. Normalerweise ist das ein bisschen simpler gestaffelt, aber es erzeugt eine coole, ernste Atmosphäre. Und dieser Streicher-Synth, der da spielt, der zieht auch durchgehend durch. Es ist aber nicht irgendwie anstrengend oder so, wie das oft der Fall ist, wenn was durchgehend spielt. Erster Song. Und true, es ist sein erster Song 2023. Als S. Castro, er hat ja noch den Emma-Namen, wo er unglaublich viel droppt in letzter Zeit. Das ist immer krass zu sehen, wie viel der eigentlich macht. Aber es ist auch mal nach der ganzen Anime-Brigade, die wir jetzt abbekommen haben, ist es auch einfach mal schön, mal einen reinen S. Castro-Song zu bekommen. Hört zu, ihr kleinen Chiers. Klick weiter, wenn du Para suchst. Ich bring keine dieser Affen-Moves. Hate Social Media, aber tust. Was sein muss, muss sein. Ich entlade die Wut. Er kommt mit Triolen rein, Beat ist relativ langsam. Da. Viertelbeige Reim ist auch relativ cool. Ich mag die Wucht, wie das Ganze einsteigt. Der Beat hat auf jeden Fall, der hat es auf jeden Fall in sich. Und die Hi-Hat spielt einen Rhythmus, wie man es von UK Drill kennt. Wie man es von UK Drill kennt. Keine dieser Affen-Moves. Hate Social Media, aber tu's. Was sein muss, muss sein. Die richtigen Streicher, die jetzt dazu gekommen sind, das sind dieses Mal wirklich auch normale Bowed Strings, klingen auch cool. Das erzeugt halt so eine, ja, weil das halt so eintönig ist, zusammen mit den harten Drums halt eine relativ ernste, harte Atmosphäre. Ich bring keine dieser Affen-Moves. Hate Social Media, aber tu's. Was sein muss, muss sein. Ich entlade die Wut. El Comandante, ich kenn keine Schranke. Ich lass nicht mit mir über. Und zuletzt noch zum Beat, bevor ich zum Rap gehe. Ich find's krass, dass die 808, die da drin spielt, die ganze Zeit nur einen Ton hält. Also der Beat ist wirklich sehr eintönig. Der hat wahrscheinlich nur, in den Parts hat er wahrscheinlich nur einen Akkord. Im Intro hatte der mehr, aber jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, ein Track besteht eigentlich immer aus einer Kadenz, die sich immer wiederholt. Eine Kadenz ist eine Abfolge von Akkorden immer hintereinander. Also wie zum Beispiel die berühmte Four Chords, Pop-Kadenz, die jeder kennt. C-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur. Und hier ist es in dem Fall so, es spielt nur ein Akkord die ganze Zeit durch. So klingt es zumindest, denn der Bass bleibt die ganze Zeit auf einer Note und das Sample wiederholt sich auch die ganze Zeit. Diese Eintönigkeit kann aber relativ mächtig wirken, wenn der Beat halt richtig abgeht. Und da das Ganze ja auch so ein bisschen den UK-Drill-Film fährt, zumindest vom Drumset, ist es mit der Eintönigkeit eigentlich schon relativ naheliegend. Was sein muss, muss sein, ich entlade die Wut. Und zum Mix noch schnell. Zum Mix. Ich mag's, wie rund das klingt. Bei meiner letzten Reaction habe ich, glaube ich, angemerkt, dass das zwar schön brillant klingt und schön mit Saturation gearbeitet wurde, aber die Tiefen nicht so rausstechen. Und hier klingt es sehr rund, weil eben Tiefen und Höhen relativ ausbalanciert sind und die Mitten klar verständlich sind. Eine sehr runde Stimme, vom Mix her sehr angenehm. Kommandante, ich kenn keine Schranke, ich lass nicht mit mir über Grenzen verhandeln. Die Welt ist am Arsch, weil sie Menschen verwandelt. Das Kapital füttert, ich merke sie schwanken. Spuck auf dein Haus und dein Benz, spuck auf dein Money, du baust auf dein Trend. Kein Saus und Braus, ich bin draußen, wo's brennt. Ey, halt mich nicht auf, bei die Faust und ich kämpf, du bleibst nur ein. Da, wieder viersilbig. Ich find's cool, wie er hier mit den Triolen wieder durchzieht. Er hat auch immer in seinen privateren Songs was sehr Sozialkritisches an sich. Ich hab da jetzt noch nichts Konkretes rausgehört, aber S. Castro hat ja schon öfter mal Songs gebracht, wie zum Beispiel Venganza, wo man ewig darüber reden kann. Ich als Dude, der politisch gesehen schon eine krasse Bildungslücke hat, halte mich da vorsichtshalber mal ein kleines bisschen zurück, je nachdem was kommt. Ich sag eher was zum Rap und der ist fett. Fisch in der Aquariumwelt, zu viel Wut, heute wird die Party gesprengt. Bin eine Gefahr und sie rennt, weil das Feuer in mir drin dein Hemd von Armani verbrennt. Ach. Jahre vergehen, doch es bleibt alles gleich. Es bleibt alles gleich. Umgeben von Hunden, die mich verbuddeln, doch ich schaufle mich frei. Ich schaufle mich frei. Das fand ich gerade einen coolen Flow-Switch, dieses Geben von Hunden, die mich verbuddeln. Das waren quasi.
Das waren quasi Triolen, aber mit einem zweihebigen Raster. Das finde ich immer einen sehr interessanten Flow, der in der Ausführung weniger kompliziert ist als eigentlich in der Theorie. Denn in der Theorie hast du ein triolisches Raster, was du aber nicht, also was du auch einhältst, aber nicht triolisch betonst. Gleich. Es bleibt alles gleich. Umgeben von Hunden, die mich verbuddeln, doch ich schaufle mich frei. Umgeben von Hunden, die mich verbuddeln. Genau das. Das hat so diesen Flair von dem, was ich gerade gesagt habe. Schaufle mich frei. Sie fühlen sich belohnt durch Oberflächlichkeit, großer Geld und Wein. Wo ist die Menschlichkeit? Mach nicht mit in dieser Show. Mein Ziel ist weit zu groß für diesen Scheiß Nino, denn mein Horizont ist viel zu breit. Yes. Ach, geil. Sowas habe ich letztens auch geschrieben. Da habe ich gesagt, oder nutz mal deinen Verstand. Untersuche meine Part und begreif, ich habe gute Lines parat, lupenreinen Stuff. Und er macht es hier ähnlich. Also es ist dieselbe Betonung und auch dieselbe Silbenlänge. Also da, fünfsilbig und relativ oft hintereinander gespammt. Mit diesem Flow zusammen, das kommt halt relativ fett. Ich schaufle mich frei. Sie fühlen sich belohnt durch Oberflächlichkeit, großer Geld und Wein. Wo ist die Menschlichkeit? Mach nicht mit in dieser Show. Mein Ziel ist weit zu groß für diesen Scheiß Nino, denn mein Horizont ist viel zu breit. Yes. Finde ich auch geil, wie er sich von dieser aktuell materialistisch geprägten und Statussymbol geprägten Rap-Szene differenziert. Weil er auch darüber hinausblickt. Das finde ich cool. Verfluche die Zeit. Verfluche die Zeit. Manche Menschen haben 10 Gesichter, aber du siehst nur eins. Du siehst nur eins. Der erste Eindruck ist schon alles sagend. Frag die Taten, bin so abgefuckt, ich könnte Panzer fahren. Wer bist du? Hä? Spiel nicht mit anderen Karten, ich verjag die Ratten, schieß ich Kackvisagen. Komm mir nicht mit deiner Maske aus den Schatz, bitte. Alle suchen das weiter, wenn ich die Bars bitte. Ey, Kommandant, fällt der Arschtritte. Ja, schlag mit dem Uppercut hart rein in deine Zahnlücke. Jeden Tag, wenn ich mit Hass auf ihre Art blicke. Fertig, Wahnsinn, ich lad wie ein Scharfschütze. An meinen Händen klebt Blut wie an einem Arztkittel. Begrabe dich, indem ich die Erde auf den Sarg schippe. Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn ich Songs schreibe. Yeah. Kriege immer meine Pass wie ein Bonsai. Yeah. Meine Kragenweite, Idioten, soweit das Auge reicht, bleibe die Eins, mein Flow ist zu godlike. Schwimme gegen. Okay, kurz was zu dem Rasterwechsel. Finde ich sehr geil. Er geht von den Triolen weg, voll auf die 32. und ballert da richtig durch. Weil er, ich finde es geil, wie er das macht. Er hat quasi immer diesen dreisilbigen Endreim und den spammt er relativ oft. Und schreit diesen Endreim immer raus, sodass es ein bisschen diesen Flair hat von zum Beispiel Till I Collapse vom guten Marshall Mathers. Zumindest erzeugt es bei mir so ein bisschen das Feeling, gerade weil der Flow auch sehr, sehr sauber ist. Ich mag auch generell aggressiven Rap. Mir wurde oft gesagt, dass Leute das anstrengend finden, aber ey, ganz im Ernst, die sind wahrscheinlich einfach nur so ein kleines bisschen verweichlicht. Ich persönlich finde das mega geil. Wenn ich mit Hass auf ihre Art blicke, fertig, Wahnsinn, ich lad wie ein Scharfschütze. An meinen Händen klebt Blut wie an einem Arztkittel. Begrabe dich, indem ich die Erde auf den Sarg schippe. Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn ich Songs schreibe. Ich muss zum Inhalt sagen, das ist ja schon sehr basic. Also zum Beispiel jetzt Lines wie dieses Begrabe dich, indem ich Erde auf deinen Sarg schippe. Ja, no way, so begrabt man Leute. Also das ist halt schon vom Inhalt her sehr simpel, beziehungsweise fast schon redundant. Nichtsdestotrotz, es kommt halt gerade bei dem Song sehr stark auf Flow an und das klingt wiederum ziemlich fett. Immer meine Pass wie ein Bonsai. Yeah. Meine Kragenweite, Idioten, soweit das Auge reicht, bleibe die Eins, mein Flow ist zu godlike. Schwimme gegen den Strom, ich hab Prinzip, Junge. Bin ich fame geil und habe keine Weed-Lunge. Stand fest wie ein Baum, aber ihr seid alle käuflich. Sag mir, wie lautet deine Zielsumme? Sag mir, wie lautet deine Zielsumme? Dapper. Also unglaublich sauber geflowt. Sehr gut, die 32. unglaublich prägnant auf den Takt gebracht. Und ich fand's auch cool, wie er das Wort Sarg noch betont, was er auch nochmal so richtig rausschreit. Finde ich fett. Und auch generell, ich mag es. Ich finde, es klingt nämlich nicht zugeschrien, es klingt nicht zu anstrengend. Er verklemmt halt seine Stimme auch nicht. Das finde ich auch gut. Also, wenn er zum Beispiel schreit oder lauter wird, dann krampft er nicht, sondern er lässt es frei rausfließen. Und dadurch klingt es halt wirklich auch relativ mächtig und rund von der Stimme. Ist ein Soundbild, was ich persönlich sehr feiere. Hallo Fieo, fake in ihr Credo, nur eine Bewegung, und hätte gegen Keo. Niemand bleibt straight, sie kommen und gehen, tun alles für Fame, Castro in Rage, geh mir aus dem Weg. Ich glaube, ich werde mich nie so ganz mit Autotune anfreunden können. Also ich meine, das war jetzt nicht bad, aber einfach nicht mein Sound am Ende. Aber ansonsten fand ich das cool. Ich finde es auch geil, wie sie hier am Lost Place gedreht haben und wirklich alles in dieser Schwarz-Weiß-Optik gehalten haben. Das kommt sehr gut zum Sound. Das dann auch mit den aggressiven Schnitten und Übergangseffekten hat dann so eine ganz coole Dynamik. Ist nice, mal wieder einen Escastro-Song zu haben. Also abseits von Enma. Weil ich mag das Anime-Ding. Ich bin ja großer Anime-Fan. Aber bei mir ist es irgendwann so, ich bin da ein bisschen übersättigt und will dann schon auch irgendwann wieder einen greifbaren Künstler haben, der halt mehr hat als nur dieses Anime-Portfolio, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war meine Reaction zu Zielsumme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schlagt mir gerne weitere Tracks in den Kommentaren vor
Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. So ein Face müsste ich mal machen. So, es werden meine Videos bestimmt besser geklickt, wenn ich diesen typischen Blick mache. Oder diesen. Oder vielleicht sowas wie: Ole! Bruder! Hat er nicht gemacht. Digga, er hat einfach so krank geflowt. Alter. Yes, man. Würde ich wahrscheinlich in Frankfurt überall gestreamt werden.